Gefallene Engel. Es ist ein kalter Herbstmorgen, die Sonne geht langsam auf. Es nieselt ein wenig, aber dennoch finden sich die ersten Leute auf dem Friedhof ein, um sich ihrer Grabfläche zu widmen. Der Morgentau glitzert in der aufgehenden Sonne. Doch etwas passt nicht ins Bild zu diesem ruhigen und friedlich wirkenden Friedhof. Bei einer der vielen Engelsstatuen kniet eine Frau in einem weißen Nachthemd. Doch bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die kniende Frau, deren Hände in einer betenden Haltung angelegt sind, nicht mehr am Leben ist. Ihre Hände sind mit Stacheldraht fixiert. Ein paar Stunden später ist das Gebiet von der Polizei weiträumig abgesperrt worden. Und die beiden Kommissare Tom Hartwig und Dave Cole kommen am Tatort an. Das erste, was Tom sofort auffällt, sind die roten Striemen am Hals der blonden Frau. Sie scheint erwürgt worden zu sein. Die Frage ist nur, womit? Außer dem weißen Nachthemd und dem Stacheldraht hat sie nur noch eine Kette mit einem goldenen Kreuz um den Hals. Nun, genaueres wird man wohl in der Forensik erst herausfinden können, dachte sich Tom. Kaum hatte Tom den Gedanken an die Forensik gefasst, erschien auch das Forensiker-Duo, Alice Bauer und Salia Siebenstein. Tom kannte Salia ziemlich gut. Sie beide sind damals zusammen aus Hamburg nach London gekommen und schon damals verband sie eine gute Freundschaft. »Hi, Sally! Schön, dass ihr auch mal ankommt«, spöttelte Tom. Aber Alice und Sally ignorierten dies und wechselten flink das Thema. »Habt ihr auch die Statue davon gesehen? Es scheint, als hätte sie Blut geweint. Und am Sockel wurde Invictus hingeschmiert. Schon komisch«, sagte Alice. Aber Dave konnte das schnell auflösen. »Ach, das waren wohl ein paar Jugendliche, die wohl wieder Unsinn im Kopf hatten. Aber überraschend, dass sie das lateinische Wort für unbezwungen kennen.« Sally nickte. »Ja, das ist wahr. Aber schön ist das Ganze trotzdem nicht. Aber wir sollten uns lieber um unseren Tatort kümmern.« Gesagt, getan. Und Salia und Alice breiteten sich mit ihren Utensilien am Tatort aus. Während sich Salia mehr auf die Umgebung des Tatortes konzentrierte, schaute sich Sally die Leiche genauer an. Nach einer Weile schien es, als hätte Alice was entdeckt. Dave ging auf sie zu. »Hast du was entdeckt?« »Ja, habe ich tatsächlich. Hier am Hals sind blaue Stofffasern. Später im Labor kann ich dazu genaueres sagen.« »Oh, was ist denn das?« sagte Alice erstaunt. Sie öffnete den Mund der Leiche und vorsichtig zog sie einige rosa Blüten heraus und dütete sie fürs Labor ein. »Das ist schon seltsam«, sagte Dave. »Ich bin gespannt, was es alles damit auf sich hat.« Tom trat auf Dave zu und sagte, »Komm, wir müssen uns erstmal um den Papierkram und die Nachforschung kümmern.« Und so gingen sie zum Auto. Es fing in der Ferne an zu donnern und Tom erinnerte sich, dass es heute ein kräftiges Gewitter geben sollte. Sie stiegen ins Auto und fuhren los. Währenddessen wurde im Radio von einem kleinen Meteoriteneinschlag berichtet, kurz vor London in einem kleinen Vorort.